Hallo und willkommen zum neuen Wochenvlog. Ja, wir haben Montag. Ich habe die Kinder zum Tenniscamp gebracht, hatte vorhin den Abschluss gemacht und mache jetzt hier schnell so den täglichen Kram, der so liegen bleibt. Außerdem ist auch Wäsche nicht nur täglich, sondern jetzt länger liegen geblieben. Ich habe jetzt schon ein paar Tage nicht gewaschen. Das sieht man dann auch direkt wieder, vor allem weil wir gestern schwimmen waren und jetzt auch zweimal stundenlang im Park. Da fällt auch einiges an Dreckwäsche an. Also ich hatte ja die Zimmer alle gründlich gemacht. Wohnzimmer war ich jetzt noch nicht ganz fertig, aber das macht auch nicht so viel Sinn, weil da die ganzen Barbie-Sachen rumstehen, die weg sollen. Ich mache jetzt einmal hier so einen Durchwisch durch die ganze Bude. Ja, dann muss ich die Kinder um 15 Uhr abholen. Bin mal gespannt, was sie erzählen. Danach wollen sie schon wieder im Park dazu diese Rollerbahn. Habe ich jetzt eigentlich heute keinen Bock, aber mache ich mit denen, wenn sie da Lust zu haben. Bin erstmal total gespannt, was die beiden sagen, weil die ja noch 4 weitere Tage dahin sollen. Ja, ob es denen Spaß gemacht hat und wie das Essen auch ist. Die kriegen Mittagessen da. Da ist eigentlich so ein kleines Restaurant dran, also vernünftiges Essen auch. Ich bin einfach nur gespannt. Morgen früh habe ich mich schon direkt mit meiner Freundin verabredet. Da seht ihr auch den Wäscheberg. Ist jetzt wirklich nicht wenig. Ja, morgen früh bin ich mit meiner Freundin verabredet. Da wollen wir in Primark fahren. Der ist ja nicht hier direkt. Da müssen wir ein bisschen, also nicht weit, aber ein bisschen fahren. Und das machen wir eigentlich ganz gerne mal zusammen. Ja, weil ja die Einschulung, beziehungsweise nennt man das bei der weiterführenden Schule Einschulung, Umschulung, keine Ahnung, anstehen, wir da auf jeden Fall noch was für die Schultüten brauchen. Deswegen wollten wir da mal gucken. Dann gehen wir da auch direkt nochmal nach Thalia und so. Da haben sie auch schöne Sachen. Ja, ich hatte schon was Schönes für die Schultüte. Allerdings musste das zweckentfremdet werden, weil hier die Zahnfee in letzter Zeit öfter mal kommt. Von meiner Freundin habe ich gestern hier nachträglich zum Geburtstag diese schöne Tasche bekommen. Die hat sie nämlich auch und ich hatte die bewundert. Und dann habe ich gesagt, ich kaufe mir die auch, nur dass du Bescheid weißt. Die Blumen haben wir gestern selber geschnitten am Feld. Und dann hat sie gesagt, nein, kaufst du die nicht. Ich kaufe sie dir zum Geburtstag. Bei dir weiß man nie, was man schenken soll. Und ja, nach dem Schwimmen gestern war da so ein Feld, wo man Blumen selber schneiden kann. Da haben wir uns hier so ein paar, haben die Kinder halt gemacht, ne, sich ausgesucht. Finde ich aber ganz schön. Wir haben extra welche genommen, die noch oben ziemlich zu sind. Hoffen, dass die noch schön aufgehen und dann noch ein bisschen länger halten. Ansonsten, genau, läuft heute jetzt erstmal nichts. Ich mache jetzt erstmal die Wohnung. Ja, gestern hat super geklappt mit dem Tennis und heute habe ich die Kinder wieder weggebracht und jetzt meine Freundin eingesammelt und wir gehen jetzt zum Primark ein bisschen shoppen und danach vielleicht auch noch mal ein bisschen anders bummeln. Gucken wir mal. Wir müssen die Schultüten befüllen und ja, heute Mittag hole ich die Mädels dann wieder ab. So, ich bin jetzt direkt nach Hause gefahren, habe meine Freundin noch abgesetzt. Da ist mein Briefkasten. Ich bin fündig geworden, dieses Mäppchen hier. Wünscht die Rosalind sich schon lange. Das gab es aber nie. Also bei Legami gibt es ja sowieso selten. Wenn dann die Stifte und so ein bisschen Zubehör. Aber genau dieses Dino-Mäppchen gab es nie. Vorher hatte ich aber schon dieses hier bei Hema geholt. Fand ich auch richtig süß. Sie mag das mit diesen Fächern gern. Dann fand ich die Textmarker hier niedlich. Das hier für die Olivia, die liebt so kleine Bücher und die liebt ja, wie heißen die, Oxolotl oder so. Für die Rosalind hier so ein Korrekturtape. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie das allgemein genannt wird. Dann hier so zum Abschminken so Dinger von Stitch, die fand ich auch ganz cool. Für den Tonister so ein Bubble Tea zum dranhängen. Für die Olivia hier so ein Hello Kitty Kugelschreiber. Ein bisschen Kleinzeugs für die Schultüten. Haarspangen von Alice im Wunderland, weil ich die einfach mega süß fand. Ich weiß nicht, ob die Rosalind die mag, aber ja, wenn ihr die jetzt nicht so gut findet, ist jetzt nicht so tragisch. Ich glaube, das war's schultütenmäßig. Ist auch mehr Rosalind-lastig geworden heute. Für die Olivia muss ich nochmal separat gucken. Da weiß ich jetzt auch noch nicht. Also die kriegt ja auf jeden Fall die Brotdose, die wir schon bei Rossmann geholt haben, in die Schultüte. Und vielleicht packe ich ihr das Mäppchen auch rein. Obwohl ich das gerade so süß für die Rosalind fand. Ich guck mal. Also ich werde auf jeden Fall nochmal woanders schauen. Dann habe ich mir hier noch so einen coolen Pullover gekauft. Und so ein paar Sportoberteile. 3 Euro. Und auch mal eine kurze Sporthose. 4,50 Euro. Ja, Bikinis. Bikinis waren alle oder fast alle da die Teile immer auf 3 Euro. Ich fand den hier richtig schön.
Rose gab es jetzt aber nicht mehr in meiner Größe. Jetzt habe ich mir so einen anderen pinken hier zusammengestellt und werde dann einfach die Hose dazu tragen. Ich habe ja auch so einen Leoparden-Bikini schon in Ewigkeiten. Da trägt sich dann sonst auch die Hose zu an. Egal. Den fand ich ganz nett. Den hatte ich auch anprobiert. Der ist auch nicht so ganz knapp. Schon auch knapp, aber nicht so ganz. Ich habe den auch extra jetzt die Hose in L genommen. Dann wird da schon doch hinten einiges verdeckt. Ja, ich räume das schnell weg. Die Sachen muss ich alle verstecken da für die Schultüten. Und dann muss ich die Mädels gleich schon wieder abholen. Wir haben nämlich jetzt gleich halb zwei. Um 3 Uhr ist ja da Schicht im Schacht. Kinder sind abgeholt und wir sind jetzt hier wieder an der Rollerbahn. Oak Maria heißt das. Ja, meine Kinder sind irgendwie nicht kaputt zu kriegen. Die Freundin von der Rosalind ist auch direkt noch mitgekommen. Die fahren jetzt hier Roller. Haben uns gerade noch ein bisschen Getränke geholt, kalte. Bleiben aber natürlich jetzt nicht so lange sonst. Die Freundin muss auch um 6 Uhr zu Hause sein zum Abendbrot. Ich denke mal so eine Stunde, anderthalb reicht das auch. Heute ist es sehr warm und ich bin auch echt kaputt. Merke auch, ich kriege Kopfschmerzen, ich habe zu wenig getrunken heute. So, Kinder sind abgesetzt, Tag 3 im Tenniscamp. Die waren jetzt heute Morgen schon sehr kaputt und bei der Rosalind ist auch im Moment, kickt die Pubertät zeitweise immer mal wieder ein bisschen rein. Also war heute Morgen nicht so ganz easy. Bin ich dann auch direkt los und habe die hier abgesetzt. Jetzt war wieder gute Laune. Jetzt haben sie auch wieder Spaß. Vor allem, es ist jetzt noch recht kühl draußen. Also irgendwie 20 Grad zwar schon, aber bewölkt und es weht ein Windchen. Also richtig angenehm eigentlich. Denn gestern war es auch einfach, denke ich, zu heiß dann irgendwann. Rollerfahren waren wir ja trotzdem gestern noch. Wollen die heute auch wieder. Aber ich habe schon gesagt, nee, heute machen wir mal nach dem Tennis einen ruhigen. Die Olivia möchte unbedingt ein bisschen Tennisklamotten haben. Also so einen Rock mit einer Hose drunter. In so einem Synthetikstoff da, in so einem elastischen Stoff. Keine Ahnung, so ein Sportstoff halt. Da werden wir heute dann nach dem Tennis mal ein bisschen rumgucken. Der Rosalind sind ihre Turnschuhe zu eng. Also eigentlich braucht die auch neue Turnschuhe. Ich wollte das eigentlich ja nach den Sommerferien angehen, aber gut. Können wir ja auch jetzt schon. Fahre ich jetzt nach Hause. Ich werde die Wohnung jetzt heute machen. Nutze das jetzt, weil gestern war ich ja ein bisschen shoppen und unterwegs. Ist jetzt auch nicht so viel. Sind 2 fertige Maschinenwäsche, die weggeräumt werden müssen. Und ich glaube, ich habe auch wieder eine volle Maschine, weil die Kinder ja jetzt jeden Tag sehr dreckig sind. Und dann auch nach dem Duschen. Die Handtücher wurden jetzt ein paar Mal benutzt. Die habe ich jetzt auch alle in die Küche geschmissen zum Waschen. Dann mache ich jetzt noch eine Maschine voll und ja, dann muss ich ein bisschen die Plörren sortieren, die wir aussortiert haben, dass die alle nach oben können auf dem Dachboden. Ja, ich weiß auch noch nicht, was ich mit dem ganzen Barbie-Zeug mache, was im Wohnzimmer steht. Das soll ja weg, aber das Haus kriege ich nicht nach oben getragen. Und also der Patrick auch nicht, das passt nicht durch unsere Luke. Da müssen wir dann ein Stück abbauen und finde ich jetzt irgendwie alles auch ein bisschen zu aufwendig. Ich könnte das jetzt natürlich 20 Mal fotografieren, irgendwo reinstellen und dann abbauen. Und wir haben nämlich oben auch noch den Karton. Vielleicht mache ich das so. Das mache ich aber vielleicht auch nächste Woche mit dem Barbie sortieren. Da können die Kinder mir helfen und alles in Sets sortieren, wie es gehört. So, ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Ich habe die Mädels abgeholt und wir waren jetzt oder sind jetzt unterwegs und gucken ein bisschen nach Sportsachen. Bei Kicks sind wir jetzt schon mal ein bisschen fündig geworden. Aber das Richtige haben wir noch nicht gefunden. Die Olivia, die wünscht sich so einen Tennisrock oder Kleid. Da müssen wir jetzt gleich noch mal ein bisschen gucken. Hier gibt es ja ein paar Geschäfte. Wir gucken gleich mal noch mal bei Taco. Und die Rosalind braucht noch Turnschuhe. Da gucken wir gleich mal bei Deichmann, ob wir da was finden. Genau, ein bisschen hier bummeln. In Centro hatte ich jetzt keine Lust. Da wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auch außer Zara und H&M nicht wo. Und H&M finde ich die Sportsachen für Kinder echt sehr teuer. Ja, bei Zara auch eigentlich. Gucken wir mal, ob wir fündig werden. Bei Pepco hatte ich leider so einen Tennisrock gesehen vom Urlaub. Da haben wir den noch nicht für nötig gefunden. Und jetzt gibt es den nicht mehr. Schade. Hallo am Donnerstag. Ja, die Kinder wurden heute von der Mutter von Rosalinds Freundin mitgenommen. Ich hatte die anderen Tage die ja immer abgeholt. Hatte das aber ursprünglich auch so angeboten, weil die beiden arbeiten müssen. Jetzt aber heute frei und hat sie die Kinder gebracht und auch wieder nach Hause gebracht, was mega cool war, weil somit hatte ich jetzt den ganzen Tag Freetime. Der Patrick ist dazu noch im Büro heute, hatte ich richtig freie Zeit. Ich war heute Morgen erstmal ein bisschen noch unterwegs in Sachen Schultüte.
Da musste noch einiges besorgt werden. Unter anderem auch eine Schultüte für die Rosalind, weil der Olivia habe ich ja eine anfertigen lassen, aber für die Rosi kriegt halt nicht so eine riesige, sondern eine kleinere. Sorry, mach gerade Kaffee. Wir lassen jetzt den Abend hier noch ausklingen und sind mal wieder bei Smith Toys. Aber waren wir jetzt auch ehrlicherweise lange nicht. Gucken mal, die Kinder wollten ein bisschen gucken. Die Olivia muss sich auch noch für ihre Einschulung ein bisschen was wünschen. Guten Morgen am Samstag. Schwimme mich jetzt aufs Fahrrad. Ich habe gestern wieder mit Sport angefangen. Ich hatte ja jetzt eine längere Pause durch den Urlaub eigentlich hauptsächlich und durch die Hitze. Ja, ich muss ehrlich zugeben, es ist dann schwierig wieder reinzukommen. Gestern ein Training gemacht und es war viel zu schwierig für mich. Ein Training, was ich vorher ganz locker gemacht habe. Deswegen gehe ich jetzt erstmal aufs Fahrrad. Versuche erstmal wieder langsam reinzukommen mit ein bisschen Ausdauer. Heute Mittag gehen wir zum Fußball. Nach dem Fahrrad gehe ich duschen. Deswegen habe ich mich jetzt auch noch nicht richtig frisch gemacht. Genau, das mache ich jetzt. So, wir haben jetzt geparkt und laufen jetzt zum Stadion. Ist natürlich ein Stück. Heute ist wohl auch sehr voll. Die Rosalind war ja letztens mit dem Patrick schon alleine. Da waren irgendwie 2000 Zuschauer und heute sind 15.000. Also dementsprechend doch schon sehr viel voller. Somit mussten wir jetzt auch ein bisschen gucken, wo wir parken und laufen dann jetzt zum Stadion und holen uns dann erstmal eine Wurst. Wo sitzen wir denn? So, kaum sind wir da, gibt es erstmal leckeres Essen. Hallo, ja, am Montag. Ja, wir hatten ein total schönes Familienwochenende. Am Samstag waren wir ja erst beim Fußball. Ja, so gut wie den ganzen Tag. Also abends haben wir noch zusammen Film geguckt. Gestern waren wir dann ja bei unserem Freund, den wir auch beim Fußball getroffen haben. Aber da kann man sich ja nicht so unterhalten. Deswegen hatten wir uns gestern nochmal separat verabredet. Sind zu dem gefahren. Der hat einen großen Pool im Garten. Und dann waren wir da den ganzen Tag eigentlich schwimmen und haben dann noch zusammen gegessen. Und wir waren erst nach 8 zu Hause. Ist auch ein bisschen Weg bis dahin, aber wir standen auch noch im Stau auf dem Rückweg. Also ja, heute ist Montag, der Patrick ist schon oben am Arbeiten und wir machen uns heute erstmal einen gemütlichen Tag, ruhen uns ein bisschen aus und ich mache jetzt gleich den Wocheneinkauf. Der Wochenvlog ist damit jetzt hier beendet und ich wollte mich nur verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr den noch nicht abonniert habt. Und aktiviert die Glocke, damit ihr die neuen Videos nicht verpasst. Hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss!